Ja, und wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Animal Crossing. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben gerade erst das Bauprojekt gestartet für das Museum. Also bleibt dran, nach dem Intro geht es direkt weiter. Bis gleich. Genau, beim letzten Folge, an der Ende der letzten Folge sind wir quasi hier in das Zelt gegangen von Herrn Nook und der hat uns direkt begrüßt. Und hat uns gefragt, ob wir das Zelt aufgeschlagen haben. Und haben wir, sie ist perfekt. Auf dich ist wirklich immer Verlass, vielen Dank. Ich werde euch Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Naja, alles würde ich jetzt nicht sagen, weil das Zelt steht da noch nicht. Ja, ist doch gut. Ich glaube, das gibt noch ein Problem hier, ne? Mit dem, der tut jetzt die ganze Zeit so nett, aber ich glaube, der wird mir wahrscheinlich alle Knochen brechen, wenn ich die Schulden nicht innerhalb von der nächsten Woche bezahle. Naja, okay. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was soll ich tun? Meilen, ja. Okay. So, ich verkaufe jetzt nochmal was. Und zwar die Äpfel. Und ich glaube, die Äpfel auch. In der Hoffnung, dass ich mir den Roller kaufen kann. Jawohl. Das hört sich gut an. Machen wir. Und jetzt können wir uns einen Roller bestellen. Bitte lass ihn noch funktionieren. Nicht nur so ein scheiß Deko-Element sein. Kaufen. Wird nach Hause geliefert, das ist der Knaller. Wer liefert das denn hier auf der Insel? Naja. Bödödüm. Oh, mein Handy klingelt. Oder ich habe eine neue Mitteilung. Mal schauen. Nee. Nur. Neue Nukmal. Nochmal 300 Sternis. Ach, Nukmal sind ja gar keine Sternis. Nochmal 300. Guck mal, noch 2000, dann haben wir es doch. Dann kann der uns mal gerne haben, der Herr Nuk. Mit seinen brutalen Schlägern und Schuldeneintreibern. So. Ich gucke mir jetzt hier auch nicht mal an, wofür ich die Sternis kriege, weil ganz ehrlich, ich finde das immer weit nicht. Ach, das ist, gefühlt erledigt sich das halt also nebenbei. Weiß ich nicht, ob das jetzt nötig ist, dass man sich da, dass man da gezielt drauf hinarbeitet. So, nach Hause. Wo ist mein Roller? Haben die den ins Zelt gebracht? Schauen wir mal. Oder kommt der per Post im Briefkasten? Ja, scheint so. Scheiße. Okay. Ah, stopp, wieder rein. Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Ja, ich gehe mal tatsächlich davon aus, dass wir den Roller erst morgen erhalten. Also wirklich morgen und nicht. Also gut, jedem Spiel ist morgen ja nun mal auch morgen. Also von daher, hier die Nintendo Switch wollte ich einmal hinstellen. Zack. Dann haben wir nämlich noch einen freien Inventarplatz. Die Socken ziehe ich jetzt einfach mal an. Zack. Sieht man ja sowieso nicht. So. Okay. So, das Zitronenfalter, den haben wir schon. Was? Handy schon wieder. Ach komm, das ist aber lästig hier. Also das wäre, würde ich jetzt im echten Leben, hätte ich das Handy schon auf lautlos gestellt, weil mir das auf den Nerven geht. So. Jetzt ist aber auch gut hier. Eine Muschel. Schnecke. Schnecken aus. Ah, das habe ich hingelegt. Koralle, es gibt alles Geld, dann nehmen wir alles mit. Einmal den Strand abgrasen. Was sammelst du denn?
Hallo, wie geht's? Ich will plaudern. Sportliche Kopfbedeckung. Die ist doch von mir, stimmt's? Wie deine Kopfmuskeln zur Geltung bringen. Ja, ich habe richtig krasse Kopfmuskeln. Okay, ich dachte, vielleicht gibst du mir irgendwas. Naja. Er wartet ein bisschen viel, der ist ihm jeder was schenkt. Oh, den hatte ich aber auch schon, ne? Egal, man weiß ja nie. Komm her. Ansonsten verkaufe ich den. Ja, doch, den haben wir schon. Naja, gut. Ist die Frage, wenn ich die nochmal fange, kann ich die wirklich nur verkaufen? Kann ich da sonst nichts anderes mitmachen? Ganz langsam treibt er. Guck mal hier. Fischi, Fischi, Fisch. Nee. 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 Hopp! Der guckt aber auch leider hier in die falsche Richtung, der Fisch. Hopp! Man kann aber auch nicht weiterwerfen. Das ist echt. Also, der schafft es gerade so einen Meter. Naja. Ja. Oh, okay. Also ich kann auch mit der Axt. Ah. Alter. Okay, krass. Das ist cool. Brauch keine Spitzhacke. Ich kann auch einfach so auf den Stein rumkloppen. Was ist denn, wenn alle Steine weg sind? Ich meine, die werden ja nicht nachwachsen, ne? Block. Eisen, perfekt. Kann ich mir meine eigene Werkbank bauen? Ich glaube, aus diesem Stein kann ich nicht draufkloppen, ne? Ja, kann ich schon, bringt nur nichts. Naja, okay, aber das war jetzt hier aber auch schon ein Stein auf der Insel. Also das ist ein bisschen mau, ne? Da ist noch einer. Der geht auch nicht sofort kaputt. Ey. Mach, das ist aber ein robuster Stein. Vor allem ist es einer, der nicht weggeht. Wieso gehen die anderen kaputt und der nicht? Auf jeden Fall sollten wir es hier merken. Okay. Cool. Ich nehme jetzt mal gerade ein bisschen Holz mit. Kann ich jetzt eigentlich hier sehen, wie kaputt die Axt ist? Nee. Okay, also die geht einfach irgendwann kaputt. Und man weiß nicht warum. Naja. So. Jetzt einfach so lange, bis die Axt kaputt ist. Weil das Holz brauchen wir ja bestimmt sowieso. Kann man denn irgendwo Items einlagern? Also ich hätte gerne irgendwie eine Truhe oder sowas. Ja, plops, da ist die Axt kaputt. Ist nicht so schlimm. Na. Kurz nehmen wir mal gerade die Angel. Das sieht gut aus. Das wird was. Das wird was. Hab dich. Das ist ein Barsch, ne? Ja. Shit. Können wir auch nur verkaufen? Egal. Egal, egal. Ich hätte gerne eine Schippe. Und, eine Spitzhacke brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Was liegt an, nee, Quatsch. Blödsinn. Ich habe gar kein neues Tier. So. Etwas herstellen.
Also ich könnte jetzt die Werkbank machen. Alles andere macht echt wenig Sinn, ne? Fast sehr gut, das ist halt alles wahrscheinlich Deko-Elemente. Ne, ich baue die Werkbank. Die können wir uns dann schön neben das Zelt stellen, dann brauche ich nicht mehr hier laufen. Können wir irgendwas bauen? Eine Fackel. Gut, ich könnte halt eine Feuerstelle bauen, ein Baumpfahl. Baumstammpfahl-Set. Ein Spiegel. Pff, weiß ich nicht, brauche ich den. So ein Zelt eigentlich nicht, ne? Eine Fackel ist halt schon cool. Da ist ja nur Holz und Äste. Komm. Was wie? Ach, die Tasche ist voll. Ja. Dann machen wir die Taschen noch leer. Ich will was verkaufen. So. Den Barsch, bitte. Den Schwalbenschwanz. Die Muschelschnecke. Lehm. Ja, das werde ich bestimmt noch brauchen. Das verkaufe ich mal nicht. Die Kirschen haben wir immer noch nicht angepflanzt. Die Äpfel. So. Zack, das gibt ordentlich Kohle. Haha. Jetzt haben wir schon 10.000. Ist halt die Frage... Kann ich mir irgendwas Nützliches kaufen? Sportbrille eigentlich nicht so, ne? Regenstiefel. Weiß ich nicht, also... Eine Brille halt. Nee. Ist mir das Geld zu schade für. Dass man sich da meine hübschen... Augen nicht, ne? So. Okay. Dann auf zum Zelt. Die Angel mal weg. Du. Ja, das nimmt doch langsam Gestalt an hier. Wo machen wir denn die Werkbank jetzt hin? Hier hinten so eine Ecke passt die denn? Ja, passt die glaube ich nicht hin. Ne? So, jetzt würde ich zum Beispiel diesen Baum gerne da wegmachen. Ja gut, dann stellen wir die Werkbank halt hier hin. So. Bums. Perfekt. So, kann ich jetzt daran auch arbeiten? Kann ich ganz normal alles bauen? Jetzt super. Bums, direkt eine Fackel. Tada! So, oh, die Fackel würde ich gerne. Die kann ich da nicht hinstellen, ne? Was ist sie denn? Ich finde es ein bisschen. Bisschen doof, dass sie. So für manche Sachen halt einfach hier irgendwie kein Minisymbol erstellt haben. Also, warum sind das alles Blätter? Mir ist schon klar, dass Logo von Animal Crossing ist, aber ich meine, gut, die Kirsche ist ja nun auch hier eine Kirsche und kein Blatt. Also, weiß ich nicht. So. Apropos Kirsche. Nee. Nein! Klasse. Eine rausnehmen. Hey, ich dachte, ich kann die einpflanzen. Ich hätte doch irgendwie ein Blumenbeet für. Mir wurde doch gesagt, ich kann die einpflanzen. Naja, okay. Naja. So. Jetzt ist die Frage. Was als nächstes? Bräuchte ich jetzt mal wieder irgendwie neue Bastelanleitung oder so. Oder? Ach, das ist halt... Der Eugen wird halt auch irgendwie erst morgen kommen, denke ich mal. Das wird auch einen Tag dauern. Vielleicht sogar noch länger. Naja. Okay.
Was ist denn hier, verdammt nochmal? Ich will auch gar nichts schreiben. Post erstellen. Post. Ja, gut, ich krieg jetzt was malen, ne? Ja, gut, also ich könnte jetzt halt einen Penis malen, aber ich glaube, dass, da das ja halt online ist, und hier jeder vorbeikommen kann, weiß ich nicht, wie das, ob man da nicht Ärger kriegt. Das lässt sich auch super malen mit so einem Controller. Geht total gut. Ja, das sieht klasse aus. Vielleicht noch ein Ohr. Ist halt. Oh. Das sieht eher aus. Naja, egal. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Troll oder so. Hallo. Schwupp. Klasse, das sieht doch gut aus. Das pinnen wir da dran. Die Kunst von heute. Geil. Guck mal, da kriegen wir auch direkt was genug malen für. Oder nicht? Doch. Was für ein Brett. Der erste Eintrag auf dem schwarzen Brett. 300 Meilen. Na gut, was können wir denn hier machen? Griff nach den Sternis. Je mehr Sternis du hier ausgibst, desto mehr kommt die Wirtschaft. Okay, also noch 600 Sternis ausgeben, da kriege ich wieder was für. Okay, also immer wenn ich was bestelle, kriege ich dafür. Kriege ich dafür auch genug Meilen. Ah, ein Foto muss ich machen. Guck mal, wenn ich ein Foto mache, dann kriege ich auch. So, das ist ein tolles Foto. Hier, so wie er hier um die Ecke lunzt. Der kleine Schelm. X und Y kann ich reinzoomen. Wie kann ich den Bildausschnitt verändern? Ah, so. So, das ist ein super Bild. Das kann ich mit. Ah, okay, ich kann pfeifen, dass er hier hinguckt. Witzig. Na gut, ein Rahmen. Datum und Rahmen, ohne Rahmen. Nee. Nee. Ohne Rahmen. Hier kann ich Filter draufsetzen. Oh, das ist furchtbar. Bin ich überhaupt kein Fan von Filtern auch auf Smartphones. Das ist alles immer scheiße. Kannst du alles vergessen. Zack. Das beste Foto überhaupt. So, dafür kriege ich wieder was. Her mit meinen Nukmalen. Also wenn sich so leicht Geld verdienen lassen würde, ne, in der echten Welt, das wäre schon geil. 800 noch. Komm, das kriegen wir aber hin heute. Müssen nur mal hier was für 600 Sternis kaufen. Da kriegen wir nochmal welche. Kaufen wir uns jetzt halt doch die Brille. Weil die, glaube ich, nicht so teuer war, oder? Ah doch, 1300 sogar. Zack. Gekauft, wird per Post geliefert. Regenstiefel, brauche ich alles nicht. Schirmmütze habe ich. Coole Laterne habe ich. Ein E-Roller habe ich auch schon gekauft. Weiß ich nicht. Also, ich habe ein vernünftiges Hemd. Wäre schon geil, ne? Das andere Hemd ist ja so. Guck mal, wenn ich Geld einem gezahle, kriegt er bestimmt auch irgendwas. Zahle ich jetzt einfach mal hier. So. Nein. 1000 Sternis ein.
Zack. Wette, dafür kriege ich auch irgendwie ein Achievement. So. Badadam, da blinkt schon fröhlich vor sich hin. Ich frage, bekommt man dich? Nee. Gut, jetzt dachte er mir nur, ich soll meine Schulden abbezahlen, wahrscheinlich, ne? Ja. Insekten und Fische. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Fische angeln können. Die wir noch nicht haben. So, griff nach den Sternis. Zack. So, 500 noch. Kriegen wir irgendwo welche? Nö. Warte mal, was ist denn? Nein. Ja, okay, also je. Ja, das ist natürlich super interessant. Wann diese ganzen Viecher hier wirklich sind, das ist also das. Da bin ich froh zu wissen, wann der Barsch denn hier, wo der lebt, ne? Und was der Barsch zum Frühstück ist. Guck mal, der ist nicht aktiv im Zeitraum von. Also jetzt gerade kann ich keinen Hasen fangen. Es geht tatsächlich nur nachts oder früh morgens. Das ist cool, dass du tatsächlich nicht alle Tiere immer um die gleiche Zeit kriegst. Das ist natürlich für mich ein bisschen schwierig, weil ich dann natürlich ja immer zu unterschiedlichen Zeiten aufnehmen muss, dass ihr auch was seht. Und vor allem, dass ich auch weiterkomme, weil ich spiele ja nicht weiter. Während ich nicht aufnehme, was ein bisschen doof ist, weil ich tatsächlich manchmal da sitze und denke, ach, jetzt so meine entspannte Runde, so ganz für mich, Animal Crossing zocken. Das hat schon so ein bisschen Urlaubscharakter, das Spiel, es ist halt einfach so. Ja, und sich da mal so schön, jetzt gerade bei dem schönen Wetter, kannst du sowieso nichts machen, so draußen im Garten sitzen vielleicht mit der Switch, ganz gechillt eine Runde zocken. Wäre schon geil, aber nee. Das Leben ist nicht leicht. So. Komme ich denn überhaupt hin? Ja. Komm, hau rein. Zack. Oh, eine Dose. Das ist ja geil. Das wollte ich schon immer mal haben. Was kriegt er für einen Blumentopf oder was? Macht der jetzt einen Blumentopf aus der Dose, würde ich sagen, oder? Nee, nicht ablegen. Ah! Hey, Moment. Kann ich Sachen zerlegen? Dass ich quasi aus der Dose irgendwie Metall mache oder so? Hops. Ja. Hops. Ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass man da... Oh, was bist du denn? Eine Bachschmerle. Ich sag's, dass ich halt quasi auch mal so zocken wollen würde oder das ganz nett fände, ist natürlich immer die Frage. Was passiert in dem Game, was so interessant ist, dass ihr es nicht verpassen dürft, ne? Aber wenn da halt was passiert, und ich weiß es ja nicht, weil ich kenne das Game nicht, dann wäre es halt doof, wenn es passiert und ich in der Zeit gerade nicht aufnehme. Ja, deswegen, lasse ich das, glaube ich, besser. Vielleicht ändert sich das noch, aber so gerade jetzt am Anfang ist natürlich wahrscheinlich auch für euch auch alles interessant. Weil ihr vielleicht auch nicht schon alles tausendmal gesehen habt. So. Hä? Ich hab doch jetzt so einen neuen dummen Fisch. Wieso kann ich mir den Fisch nicht geben? Hallo? Wieso kann ich mir den Fisch nicht geben? Okay, kann ich ihm den Fisch nicht geben, wahrscheinlich, weil ich jetzt aufs Museum warten muss, bestimmt, ne? Es ging quasi nur so um die ersten fünf. Und jetzt muss ich bestimmt auf das Museum warten und muss sie dann da mal abgeben. Na. Okay, dann behalte ich den jetzt auch mal. Das brauche ich aber nicht. So, weg damit. Also Geld kriegst du hier aber echt, also das ist... Weiß ja nicht, was dann auch, was man so noch kaufen kann. Was kann man denn eigentlich bei dir kaufen? Ich habe bei dir, glaube ich, bis jetzt immer nur was verkauft, ne?
Oh. Camping-Kochkessel. Wieso ist denn der Kocher teurer als der? Oh, guck mal, hier kann ich ja richtig zuschlagen. Ich kann Bäume pflanzen. Mein erstes Bastelbuch, das habe ich schon. Eine Schleuder, Wackelgießkanne. Keine Schleuder. Die will ich auf jeden Fall her damit. Nehme ich. Keine Ahnung, was ich damit kann, aber das finde ich schon raus. Wackelgießkanne habe ich, Wackelaxt habe ich. Weißhyazinthe, Nadelbaumsetzling. Liebesrose. Alpenveilchen. Okay, ich kann also eine Axt auch einfach kaufen. Genauso wie eine Schleuder. Jetzt kann ich nicht mal einen Nadelbaum setzen. Hier gibt es ja keine Nadelbäume. Oh, ich kann direkt auch 5 mitnehmen. Was soll der Geiz? Ich hab's doch. Jetzt können wir noch zigtausend Blumen mitnehmen, aber. Campingkocher oder so ein Kochkessel. Also, ich weiß nicht. Brauche ich beides? Grundsätzlich bin ich immer für das Teurere, wobei mir jetzt nicht in den Sinn kommt, warum das Teurere cooler sein soll. Ich habe mir so in so einem Topf über ein Lagerfeuer zu grillen, ist so ganz romantisch eigentlich, oder? Ich glaube, ich kaufe das für draußen und den Kocher stehe ich da drin. Wenn wir sehen, ob man es beides. Ich sehe das schon, komm, ich gebe jetzt hier das Geld aus, weil ich denke, auch hast du ja auch und machst und nachher brauchst du die 100.000, um dir die Luxusvilla zu kaufen mit Pool. Und ich stehe dann dumm da. Naja. Ich will euch auch was bieten. Also. So. Meine Uhr vibriert. Das heißt, die Folge ist schon wieder dem Ende geneigt. Aber wir stellen gerade noch eben den Campingkocher auf. Und währenddessen kann ich euch ja schon mal sagen, dass ihr gerne ein Like da lassen könnt für die Folge. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Kanal abonnieren. Okay, ich kann anscheinend sonst nichts machen. Genau, und aktiviert gerne die Glocke, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Wenn ihr Bock habt, Animal Crossing weiterzusehen. Also ich finde es tatsächlich ganz cool. Was jetzt so ein bisschen schwierig ist, ne? Also mehr als 2 Folgen am Tag aufzunehmen, ist halt echt schwierig, weil gefühlt passiert halt nicht so viel, ne? Also ich werde jetzt bis morgen warten müssen, bis irgendwie mein Roller geliefert wird, bis das Museum kommt, beziehungsweise der Eugen und solche Sachen. Aber das hat irgendwie was, ne? Also es ist auch ganz nett, dass man da, ja, dass das alles so ein bisschen dauert. Dass man halt nicht alles sofort kriegt und denkt, oh, ich kann noch 10 Stunden jetzt hier zocken und werde immer noch was Neues erleben. Nee, man muss dann also einfach mal ein bisschen abwarten. Finde ich ganz nett eigentlich. Cooles Game, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.